Seit einigen Tagen hängt der Künstler Paolo Cirio überall in Berlin Poster auf. Das Ungewöhnliche an dieser Street Art: die Bilder zeigen Porträts von hochrangigen amerikanischen Geheimdienstbeamten. Und zwar Bilder, die jene Chefs bei NSA, CIA und FBI ihm nie erlaubt haben zu benutzen. Durch einen technischen Trick hat Cirio die Fotos bei Facebook abgefischt. This work is about, mass surveillance that Edward Snowden revealed. And so I did a research trying to find out who can be held accountable for those programs of mass surveillance. So basically everyone today is on those social media. Even if you don't have an account, eventually you will meet someone that will take a picture with you and then will post that picture on Facebook, let's say. And everyone else can track back that picture and trying to understand where you were, what you were doing, who you meet. And so it's basically reversing espionage. Der italienische Künstler produziert die Bilder mit einer besonderen Graffiti-Technik. Dabei schneidet er mit einem Lasercutter kleine Dreiecke in seine Schablonen. Damit kann er die Porträts anschließend auf Papier oder andere Untergründe sprühen. Die Personen sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, aber das gehört zu Cirios Konzept. These pictures don't have actually the name of the officials, and because everyone can be one of those somehow. So when you look at this picture, you may ask, is he my uncle in a selfie? Yes, maybe no. Who is this guy? And eventually they understand who he is because then they hear about the project and they start to know their face and why they are important. But at the same point, it can be anyone. Die Fotos zeigen die Geheimdienstler zumeist nicht bei offiziellen Anlässen. Vielmehr sind es Selfies, die meist andere mit ihnen gemacht haben. Zum Beispiel, weil einer ihrer Freunde sich beim Essen gemeinsam mit ihnen abgelichtet hat. Der Künstler will so darauf aufmerksam machen, dass viele unserer persönlichen Momente unkontrolliert im Netz landen, ganz zur Freude der Geheimdienste. We need to define very well the lines between, transparency and privacy. And when it's needed to protect the privacy of normal citizens, and instead when we need to look at everything, and we should be able to look at everything when there is public companies that affect our life, or a politicians that makes decisions that affect our life. So I would say that, for example, in the case of the mass surveillance, it should be totally reversed, that we can see what they are doing and they cannot see what we are doing, because we are just citizens, while they are taking big important decisions that are affecting us. Die Bilder können derzeit an verschiedenen öffentlichen Orten in Berlin entdeckt werden. Seit Freitag werden die Werke zudem in der neuen Galerie Nome in Friedrichshain ausgestellt. Die Galerie will ein kritisches Bewusstsein für die Kernfragen unserer Zeit fördern.